komme ich nicht drauf klar, Mann. 100 Folgen Minecraft. So, das kann auch nochmal weg hier alles. Das hier genauso. Das legen wir auch erstmal alles ab. Die Erde können wir auch erst einmal ablegen. Erst einmal kümmern wir uns jetzt nämlich darum, dass wir... Na, ich weiß auch nicht, wie wir das jetzt halt gestalten, ne? Erstmal brauchen wir es oder so. Was ich gesagt habe, ist, wir wollen uns ja einen Dschungelbaum holen. Und da ich die dort hinten so oder so nicht haben wollte, weil dort ja unser Dschungel ist und dort eigentlich gar nichts in der Richtung, habe ich mir gesagt gehabt, Mensch, dann kannst du auch im Prinzip wegpacken, die Bäume. Die bringen da dann nichts. Noch ein Bäuerchen? Oh, schade. Dann eben nicht. Ach ja. So, so, so. Overja, 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 overja. Bin ich dann direkt voll? Ich weiß es nicht. Das sind ja mindestens, ich glaube, 2 Stacks, glaube ich. Ach du Scheiße. Das wird jetzt... Ach du Scheiße. Nehme ich wirklich den hier? Ja doch, ne? Nehmen wir. Oh, 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 es regnet Tropenholz. Es regnet Tropenholz. Ach du Scheiße, war das viel. Aber direkt... Jupp, 2 Stacks schon mal auf jeden Fall. Also einen angefangenen, also einen beendet und einen angefangen. Ja, los hier, du sollst hochklettern. Hier, den Rest will ich natürlich auch noch haben. 40, Alter. Jetzt muss natürlich das Ganze nur noch decayen. Und dann hoffen wir mal, dass wir auch noch ein paar Setzlinge dabei rauskriegen, weil Tropenholz-Setzlinge sind echt selten, anscheinend. Aua. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen... Da haben wir einen Tropenholzsetzling. Yay. Noch ein Tropenholzsetzling? Irgendwo? Hier muss ich jetzt nämlich wirklich drauf warten, weil ansonsten hat sich das... Hat man da ganz schön viel verspielt mit. Ich wüsste nämlich nicht, dass aus einem Tropen... ob aus Setzlingen auch so riesige Dinge rauskommen. Wüsste ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Ah, es ist doch geil, oder? Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Schon. Das Dorf ist alles so... Alles in einem ist es recht passig. Und stimmig. Oh. Hey. Wow. Wuhu. Yay. Ist hier irgendwo noch mehr runtergefallen? Alter. Lass mich hier hochklettern. Yay, yay. Oh, hier, hier, noch mehr. Da ist auch noch mal gerade eben was runtergefallen anscheinend. Okay, gehen wir mal hier. Au, runter. Na, kommt da noch was? Da oben ist noch ein Setzling, oder? Habe ich da gerade ein Setzling gesehen? Ich weiß es nicht. Hier irgendwo was? Nee, ne? Gut, okay, dann kommen wir gleich nochmal wieder. Und probieren das jetzt einfach mal aus. Ich mach mal hier so ein... Oder wollen wir die einfach dann setzen, so? Stimmt, wir müssen ja auch noch eigentlich ein Feld für Kakao machen, ne? Obwohl das eigentlich fast Wumpe ist, aber trotzdem, wir müssen noch eins machen. Bei Kakao, ich weiß nicht. Da reichen im Prinzip so eine Bäume, die man dann halt hin und wieder mal halt quasi so ein bisschen fällt. Naja, nicht fällt, sondern begießt und dann kommt vielleicht was raus. Was heißt vielleicht? Ach, ich habe da ja eine andere Farm für gemacht. Stimmt ja, die muss ich mir nochmal angucken, die Farm. Mal gucken, ob es die noch gibt in der Multiplayer-Welt, in der ich ja zocke. Die habe ich vor Ewigkeiten da mal gebaut. Dann machen wir uns hier so eine kleine Farmecke halt, ne? Könnte man im Prinzip machen. Gut, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich anfangen soll, um ehrlich zu sein. Schon merkwürdig, ne? Obwohl, eigentlich fehlt da auch nicht, wie gesagt, ne? Da muss dort hinten nur irgendwie sowas wie auch noch ein Flugturm vielleicht hin. Warum auch nicht? Oder halt ein Leuchtturm dann. Ja, dort könnte eigentlich ein Leuchtturm hin, finde ich. Warum nicht? Der sieht gut aus dann bestimmt. Aber immer noch. Ich habe noch gar nichts gemacht, die Folge. Ich habe nur so ein bisschen eingesammelt jetzt eben gerade und das war's auch schon. Faden? Warum habe ich den hier mit? Kann man ablegen. So, das nehmen wir auch mal hier hin und...
Eine Steinhacke, okay. Hier die ganzen Mats, die packen wir erstmal weg. Und dann nehmen wir das hier mal wieder raus. Und ja, die Steinziegel auch natürlich. Auch ein 64er Stack Cobblestone. Ja, so kann man es lassen. Und ich bin jetzt echt an Überlegen, ob ich dann vielleicht hier so etwas mache. So, die Dinger. Obwohl, die brauche ich halt fürs... Wobei ich da nicht so viele brauche, aber egal. Bin ja echt jetzt gerade so am Überlegen, wie ich das mache. Man könnte ja auch, rein theoretisch... Aber ich brauche trotzdem die Felder. Wie breit muss denn das dann sein? Ich muss mal kurz nachdenken und ich habe gerade mal die Hände vom Maus und Tastatur genommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Drei sind neun. 15 Breite. Das Ganze drumherum. 15er Breite. 17er Breite. Ich brauche ein 17 breites Haus. 17 Klötzchen. Und ich habe mir überlegt gehabt, ob man das Ganze in so einer Art Mühle vielleicht noch halten kann. Aber das muss man mal gucken. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich den Aufstieg mache. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Ich glaube, ich probiere das einfach einmal aus. In der Kopie dann. Und dann werde ich mit neuen Ideen hier mal rumkommen, denke ich mal. Derweil kann ich das Ding hier eigentlich schon mal abreißen, glaube ich. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich das noch hier noch großartig oben lassen sollte. Dann reiße ich das hier nämlich schon mal ab und werde... Ja, abreißen kann man schon mal auf jeden Fall. Den Zugang lasse ich noch. Und die Treppen lasse ich auch noch drin, weil ich ja, wie gesagt, das probiere ich dann auch gleich aus. Also ich reiße das hier noch kurz ab, danach werde ich kurz eine Aufnahmepause machen, werde das ausprobieren, das Ganze. Also hier einmal das Ding bauen natürlich und dann halt auch, wie ich hier unten reinkomme. Ach, Wegekreuz. Jetzt gerade direkt am höchsten Nostalgiepunkt, ey. Diese Stelle habe ich so oft gehört. Ha. Alter. Geil, Alter. Wie gesagt, ey, WoW, ich habe die ganze Zeit schon so oft überlegt gehabt. Machst ein Let's Play davon, aber... Ich habe auch keine Lust, wieder in diese Suchtschiene reinzufallen. Also tue ich es oder so nicht. Ich habe auch eine Zeit lang auch wieder... Ich hab auf 90 gezockt. Ich habe auf 85 habe ich auch gezockt. Und da war es nie so extrem wie damals zu 80er Zeiten bei mir. Ich habe ja quasi mit Level 80 angefangen damals WoW. Aber es war trotzdem... Das war geil damals. Es hat schon Spaß gemacht. Kann man nicht anders sagen. Es war göttliche Zeit. Was man für kaputte Menschen getroffen hat. Was man mit denen alles gemacht hat. Es war schon lustig. Irgendwo vermisst man ja auch diese Zeit, aber das war noch die Zeit, wo alles besser war. Ich weiß noch, ne? Den Spruch kennt ja fast jeder. Damals war alles besser. Nicht so wie heute. Aber auch einfach so. WoW ist immer so gewesen, für jeden, der es gezockt hat, immer der Fall gewesen, dass, sobald ein neues Addon rauskam, war das alte Scheiße. War das neue Scheiße. Und das alte war immer das Beste. Und in meinem Fall war es so, dass ich gesagt habe, ja, Wrath of the Lich King war am besten und in den Fällen von manch anderen ist es halt der Fall, dass sie sagen, BC war am besten und manch andere sagen wieder, nee, Classic geht über alles. Ich war bei den ganzen Sachen nicht dabei und deswegen kann ich nur sagen, Mensch, ich finde halt Dings am besten. Wrath of the Lich King, da war ich nämlich dabei. Und da war ICC auch wenigstens auch noch einigermaßen schwierig, sage ich mal. War zwar im Prinzip auch casual, aber es ging wenigstens noch von Schwierigkeitsgrad her. Anders als jetzt die heutigen Dinge oder Kataklysmen, das war echt ein Witz. Wo dann die random Innis eingeführt wurden und du da durch die Raids so durchrennen konntest oder immer noch kannst halt. Das war ein richtiger Witz gewesen, richtiger Reinfall, ey. Ja, am Rumhüpfen hier. Komm mal her. Können wir nochmal pennen. Wie sieht das aus? Sieht auch in diesem Texture Pack sieht auch alles nicht gar nicht so schlecht aus, ne? Wie gesagt, das hat sich auch, das ist ja auch sehr ähnlich gehalten, das Ganze. So, und dann. Warten wir mal ein bisschen dunkel. Oh, ja. Wird. Dann können wir gleich pennen gehen. Oh. Nom 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 nom.
Und guten Morgen. Nee, dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns einfach bei der nächsten Aufnahme, wo ich dann das Ganze ausprobiert haben werde. Und ja, bis dahin, haut rein. Tschüss. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So, in der letzten Aufnahme, ich muss mich wie immer mal ein bisschen leiser stellen, anscheinend, also diesmal wirklich mich und nicht das Headset, weil ich wieder ein bisschen näher vom Mikrofon bin gerade. Ich mach's nochmal ein bisschen leiser, sieht so aus, als ob es echt stark übersteuern würde. Wie sieht denn das Ganze jetzt aus? Ah, ein bisschen zu leise. So dürfte es jetzt optimal sein, glaube ich. Optifine, yay. Ja, ups, jetzt wollte ich gerade einen Baumstamm essen. Passt ja mal gar nicht. Ich habe natürlich in der Kopie jetzt ausprobiert und es sieht echt richtig, richtig... Oh, wir sind übrigens gerade, ihr seht das, ich habe das, na, welches habe ich drin? Ich habe Shader natürlich immer noch installiert, ne, aber die mit Motion Blur dieses Mal. Ich frage mich, wie lange das gut geht. Irgendwann wird damit leider die Framerate einbrechen, gerade sind es noch konstante, na, bis zu 40 Frames, ne. Boah, sogar 42, 43, geht immer höher, krass. Naja, auf jeden Fall, irgendwann bricht sie leider ein, aber es sieht natürlich tausendmal geiler aus, ne, mit dieser... mit der Motion, mit dem Motion Blur. Sieht schon cool aus. Und, ja, das ist eigentlich ganz geil, was ich mir hier so vorgenommen hatte. Und ich muss gucken, wie ich das umsetze. Auf jeden Fall brauchen wir sehr, sehr, sehr... Ich hab's noch gar nicht mit Tropenholz ausprobiert, fällt mir mal gerade so auf. Ich will mal kurz mir einen Stack Tropenholz noch machen. Und mal gucken, wie das hier aussieht in diesem Texture Pack. So, weg mit dir. Kurz mal wieder ordnen. So, und dann packen wir auch mal kurz ein paar Sachen hier weg, zum Beispiel die Stufen hier. Und das Wasser, das brauche ich ja zurzeit noch gar nicht. Die Türen können auch noch mal kurz weg. Kohle kann weg, das kann weg hier. Der Knopf kann weg. So, und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz das Tropenholz an, wie das aussieht. Oh. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Finde ich auf jeden Fall. Ist akzeptiert und Optionen. Beinahe vergessen. Okay, cool. Tropenholzbretter gehen schon mal fit auf jeden Fall. Und der Vergangenheitszeuger hat ja mal richtige Scheiße gelabert, ne? Von wegen, er möchte das nicht schön haben und so, ne? Bla, 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 Alter. Quatschphase, Doppelblub, Volltext. Richtig zugetexte Laber, Wörter an Kopf schmeiß und Doppelquatsch. Sippelphase, Doppelblub und Friesenbrä. Was für eine Scheiße ich manchmal von mir gebe. Ich möchte mich selbst Bitch slappen. Bitch schleppen, ey. Kennt ihr ja noch, ne? Wir müssen ein paar Eichenholzsetzlinge aussetzen. Ich brauche sehr viel Eichenholz auf jeden Fall. Obwohl, wie viel kommt denn da noch raus? Aha, okay. Und dann müssen wir natürlich... Ich glaube, wir brauchen hier sogar noch eine weitere Truhe. Wir bauen das jetzt mal einfach aus dem Tropenholz, glaube ich. Na, Tropenholz, ein paar Truhen nochmal, also zwei an der Zahl. So. Damit wir die nochmal direkt hier daneben packen können und nochmal ein bisschen mehr Stauraum haben. Wir packen nämlich erstmal kurz hier alles weg, was wir gerade nicht brauchen, wie zum Beispiel das zweite Schwert und so weiter und so fort. Kann man kurz alles weg hier, das brauchen wir alles. Genau, ich wollte mal gucken, wie viel Holz ich noch an sich habe in der Truhe unten, ob ich da noch Eichenholz rumfliegen habe. Ansonsten muss ich nämlich jetzt langsam wirklich mal wieder ein bisschen was austeilen, hier vorne so zum Beispiel. Weil der war gar nicht fit hier. Und ich habe nur anderthalb Stunden zum Aufnehmen, Leute, ne? Danach ist Folge 99 und danach muss ich Folge 100 machen, irgendein Special. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Fichtenholz, alles Fichtenholz nur, ne? Oder... Birke halt. Blöd, blöd, blöd. Hier die Slapstick kann ich noch mitnehmen. Aber der Rest... Na gut, okay, dann müssen wir uns halt mal wirklich jetzt ein paar Setzlinge mitnehmen hier. Oh, die sehen ja alle noch default, ne? Tropen... Hatte ich nicht ein paar Tropenholzdinger noch bekommen? Die habe ich wahrscheinlich in den anderen reingepackt, ne? Hier ist auf jeden Fall Fichte und Birke und... Haben wir gar keinen? Doch, wir haben hier Eichensetzlinge. Natürlich haben wir Eichensetzlinge, ich wollte schon sagen, ey... Da haben wir sogar 64, den nehmen wir mal mit. Mit. Remix. Und die Musik ist an, aber irgendwie hört man nichts. Ich glaube, da ist gerade so eine ruhige Stelle. Ich gehe mal kurz ein bisschen weiter im Lied.
Ah, okay. Nett.